So, dann wollen wir mal starten. Ich gebe also erstmal Strom auf das Gerät. So, und dann schaltet sich das Gerät automatisch ein. Und da gehen wir jetzt gleich mal drauf. Drücken wir Tuner, Band, DAB. Dann haben wir SWR1. Was Bluetooth angeht, da sieht man, er hat mein Handy verbunden. Handy Nummer 1. Man kann mindestens 3 einstellen. Und es ist halb voll geladen. Und jetzt kommen wir zur Navi. Wir geben jetzt die Adresse ein. Neue Route. So, unser Ziel ist eingegeben, Neckarhalde 21. Das ist ein guter Stellplatz in Heilbronn und da werden wir jetzt stehen. Wir werden auch beobachten, wie der Fahrtverlauf ist. 17.26 Uhr sollten wir ankommen. Das sind 1 Stunde 57 Fahrt und wir haben jetzt 15.29 Uhr. Das heißt, 2 Stunden Fahrt wird vorausgesetzt. Wir haben allerdings nur Hallo? wir haben allerdings nur 3,5 Tonnen mobil eingegeben, weil wenn wir 4,5 Tonnen mobil eingeben, dann beschränkt er uns die Fahrtleistung, also dann zeigt es immer an, wie schnell wir fahren dürfen. Und zwar bei der Landstraße 60 und auf der Autobahn 80. Nachdem das etwas nervt, haben wir das Fahrzeug mit 3,5 Tonnen eingegeben. So, und dann beobachten wir, wie das Stauverhalten und wie das Routenverhalten ist. Zwischendurch melden wir uns immer wieder. Und jetzt wünschen wir uns selber eine gute Fahrt und bis später, dann melden wir uns. So, also wir haben jetzt den Radio laufen. Eigentlich müsste jetzt Musik sein, aber der Sender verschwindet immer wieder. Und er kommt, er verschwindet. Und wie ihr hört, im Moment hören wir auch nichts. Wir haben das reklamiert. Er wurde dann neu, wie heißt es, neu abgedatet. Und jetzt soll es eigentlich funktionieren. Er läuft jetzt auf DAB und der Sender kommt und geht, wie er lustig ist. Jawohl, und wir sind im bewohnten Gebiet, das muss man dazu sagen. Ja, also wir fahren jetzt hier nicht in der Pampas rum, sondern wir verlassen jetzt gerade eine Ortschaft wieder und die Musik ist vollkommen verschwunden. Und, ja, und wie ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, sie kommt und geht. Super zinnig. Okay, wir beobachten weiter. Also wir sind jetzt total genervt von dem Radio. Wir werden ihn jetzt ausschalten, weil er geht dauernd an, aus. Und das ist sowas von nervig. Wir schalten ihn jetzt einfach aus. Also zu unserer Zenec-Dokumentation kann man sagen, Teil 1, Radio taugt nichts. Ich mache ihn jetzt aus. Mit neuestem Update. So. Jetzt sind wir mal gespannt, denn am Anfang war ja, wir haben den Radio auch immer wieder ausgeschalten und plötzlich ging er wieder an. Also ich habe ihn jetzt ausgemacht und mal schauen, wann er wieder angeht oder ob sich dieses Problem wenigstens erledigt hat. Jetzt muss er wieder vor dem Gerät. So, und jetzt zeigt uns die Navi einen kleinen Stau an und zwar oben rechts. Die Uhr drückt da mal drauf. Da bekommt man dann weitere Informationen. Wir werden ja jetzt an den Stau hinkommen in ein paar Kilometer und dann wird man sehen, hier steht 7 Minuten plus. Mal sehen, ob es in 7 Minuten erledigt ist und wie schwer der Stau ist. Dann gehen wir wieder zurück. Und da sieht man, mittlerweile hat sich die Uhrzeit der Ankunft schon auf 17.46 Uhr hochgeschraubt. Obwohl wir ganz normal unterwegs sind mit jetzt 97 Stundenkilometer. So, jetzt ist der Stau offensichtlich verschwunden.
Da hat sich wieder was getan. Man sieht also die neueste Meldung, kein Stau mehr. Also nach dem Update, das wir gemacht haben für die Karten, ist es deutlich besser geworden. Früher hat es da immer stundenlange Staus angezeigt. Das ist nicht mehr der Fall. Muss ich sagen, das funktioniert sehr gut. So, wir sind jetzt noch ein bisschen länger unterwegs. Und man sieht schon, die Ankunftszeit hat sich auf 18 Uhr erhöht. Er geht einfach nicht von einer Fahrgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer, sondern ich sag mal von 130 Stundenkilometer aus. Aber wir fahren die vorgeschriebenen 100. Jetzt, wenn man auf die Nachricht geht, was den kleinen Stau in Horb angeht, da kommt mittlerweile wieder eine andere Anzeige. Und zwar, es ist wieder Stau mit 7 Minuten eingeplant. Mal sehen, wir werden jetzt dann demnächst daran kommen und dann sieht man, was tatsächlich für ein Stau vorhanden ist. So, und jetzt sind wir in Horb, wo die Verkehrsstörung angezeigt wurde. Und jetzt, also schauen wir mal, was wir jetzt da haben. Horb am Neckar, da kommt wieder die Störung. Unfälle, 4 Kilometer Stau. Also, warten wir ab. Gleich sind wir dort. So, man sieht jetzt hier, wir fahren auf die Störung direkt zu. Und wenn man nach vorne aus dem Auto schaut, dann sieht man tatsächlich, da ist Blaulicht. Aber 7 Minuten Stau war nicht. Es war eigentlich gar nichts. Es hat sich halt schon aufgelöst, würde ich mal sagen. Oder es kommt jetzt doch, weil da steht die Polizei und warnt uns. Wir werden sehen, was jetzt kommt. Ja. Also gleich, laut Navi sind wir jetzt direkt an der Unfallstelle. So, da ist jetzt tatsächlich, also es geht die Wandblinker an, also es scheint jetzt tatsächlich was zu sein. Ja, das Navi zeigt nochmal einen Unfall an. Ah, da kommt noch ein neuer Unfall. Mhm. Der eine Unfall war schon aufgenommen, da war schon nichts mehr zu sehen, aber das scheint jetzt ein neuer zu sein. Dann stehen wir tatsächlich im Stau. Es ist 16.52 Uhr. Ja, laut Navi sind es nur 3 Minuten. Warten wir es mal ab. So, nach unserem Navi müssten wir jetzt direkt an der Unfallstelle sein. Aber so wie es aussieht, ist dieser Unfall auch bereits wieder aufgehoben. Denn wir kommen ganz gut durch. Es ist zwar viel Verkehr, aber das ist wahrscheinlich der normale Feierabendverkehr. Der Unfall scheint auch schon aufgeräumt zu sein. So, wir stehen jetzt hier im Stau, aber das ist kein unvorhergesehener Stau. Das ist der normale Wahnsinn in Stuttgart. Und wie man sehen kann, hier wird eine Stauumfahrung angeboten. Also das hat er gemerkt, dass wir im Stau stehen. Allerdings ist die 4 Kilometer länger und dauert nochmals 6 Minuten länger, als der Stau dauert. Und deswegen kann man das getrost verwerfen. Da sieht man, bei Sindelfingen ganz normaler Stau. So, für die Navi ist jetzt fertig. Mhm. Die hat sich jetzt verabschiedet, das heißt die Route einfach abgesagt. Wir können jetzt eine neue Adresse eingeben. Wir sind noch mitten unterwegs. Aber ich kann das jetzt nicht machen, das muss jetzt dann die Ursel machen. Ja, aber dazu muss ich die Kamera auf Seite legen. Ja, genau. Sonst ist es umständlich. Das wollte man nur berichten. Also es hat einmal Pieps gemacht und auf einmal war da Adresseingabe. Ja. Also schon eine lustige Navi. Ja, Spaß habe ich dabei nicht. Ja, okay. Das Navi hat uns jetzt doch noch an unseren Bestimmungsort gebracht. Es ging zwischendrin natürlich mal aus, das haben wir euch ja jetzt gerade gezeigt. Aber schlussendlich sind wir angekommen. So, ich gebe euch jetzt weiter an den Erklärbär Helle. Vielleicht hat er noch irgendetwas zu sagen. Ich gehe jetzt an den Kühlschrank und schau mal, was drin ist. Und dann werden wir uns ein leckeres Abendbrot machen. Tschüss mal. Also, finale Beurteilung kommt jetzt gleich im Anschluss.
Jetzt haben wir nur erstmal Hunger und müssen nach der Reise erstmal was essen. Hier stehen wir und ihr seht 18:33 Uhr. Also wir haben ungefähr eine Stunde länger gebraucht, als das Navi das prognostiziert hat. Stau hatten wir nicht so viel. Wir waren vielleicht bei Böblingen, Sindelfingen, haben wir vielleicht eine Verzögerung von 15, 20 Minuten gehabt. Und dann ging es nochmal ein bisschen langsamer zusammen im Tunnel, im Engelbergtunnel. Aber das hat keine Stunde ausgemacht. Aber die Problematik liegt daran, dass das Navi einfach davon ausgeht, man fährt mit 130 Stundenkilometer und man kann es nicht einstellen, dass wir sagen, wir fahren nur mit 100 Stundenkilometer. Diese Möglichkeit besteht hier nicht, was meines Erachtens ein Manko ist für eine Navigation, die sich zum Großteil auch auf Wohnmobile spezialisiert hat. Da stehen wir jetzt in den Werdwiesen in Heilbronn und da steht man sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich möchte jetzt noch abschließend eine Bewertung zur Navigation abgeben, beziehungsweise nicht zur Navigation allein, sondern zu dem Zenic, ja, Media Center oder wie nennt sich's? Zenic Navigation ist es ja nicht nur, es hat ja mehrere Funktionen. Also, Fazit ist, Radio stellt man ein, selbst auf DAB, und erhält den Sender schon, aber der Sender hat einen schwankenden Empfang, auch wenn man auf einer Hauptverkehrsstraße unterwegs ist. No go, ja? Entweder ist unser Gerät defekt oder das Ganze funktioniert nicht richtig. Bevor wir das letzte Update bekommen haben, haben wir den Radio ausgeschaltet und eine halbe Stunde später hat er sich automatisch wieder eingeschaltet. Auch das dürfte absolut nicht sein. Wenn ich dann das Navi anschaue, dann muss ich sagen, das Navi an sich funktioniert gut. Auch die Stauwarnung, die war zutreffend. Wir hatten jetzt keine großartigen Probleme, deswegen kann man einen richtigen außergewöhnlichen Unfallstau nicht beurteilen. Aber ich kann sagen, von Fahrten, die wir vorher gemacht haben, er zeigt eigentlich schon Verkehrsbehinderungen an. Und zwar ziemlich genau mit Warnschildern. Das finde ich positiv. Ich finde das Navi ohnehin nicht schlecht. Was negativ ist, ist, dass ich mein Fahrzeug mit 4,5 Tonnen einstelle und dann gibt er mir falsche Vorgaben. Ich darf maximal 60 fahren und maximal 80. Und was ich weiterhin negativ finde, ist, dass ich nicht eingeben kann, dass mein Fahrzeug auf der Landstraße nur mit 80 Stundenkilometer und auf der Autobahn nur mit 100 Kilometer unterwegs ist. Das heißt, er geht immer davon aus, ich fahre mit 130 und somit stimmen die Ankunftszeiten bei Weiden nicht mit den realen Zahlen überein, was bei einem PKW-Navi oft auch nicht der Fall ist. Aber da werden die Ankunftszeiten meistens etwas günstiger, zumindest bei mir, weil ich schneller als 130 fahre und ich glaube, 130 ist der Wert, der vorgegeben wird. Dann haben wir als nächstes, also Navi, Xenic und Navig, würde ich sagen, ist ausgeglichen. Die Navigation an sich ist gut, aber das Drumherum ist mangelhaft. Dann haben wir die Kamera von Xenic. Wenn wir jetzt da rausschauen. Da, jetzt sehen wir es nur schwarz, also es geht jetzt kein Licht an, weil auch der Motor ausgeschaltet ist. Dann einfach meine Erfahrungswerte. Die Kamera greift flott, aber nicht sonderlich schnell. Ich habe im PKW auch eine Rückfahrkamera, die schaltet wesentlich schneller um als das Xenic, aber sie schaltet so schnell um, dass ich sagen kann, es ist okay. Man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen. Ich würde sagen, Kamera, ja, eigentlich Daumen hoch. Das ist in Ordnung. Dann haben wir noch die nächste Fernbedienung oder die nächste Bedienungseinheit beim Xenic. Das ist Bluetooth. Hier halte ich für Vorteil, dass man mehrere Geräte anschließen kann. Man sieht, welches Gerät angeschlossen ist. Hier ist das Nummer 1. Man sieht, welche Batterieladung da drauf ist. Wir haben
mit der Xenic schon telefoniert. Das heißt, es kamen Anrufe rein während der Fahrt und ich habe sie per Fernbedienung am Lenkrad angenommen und auch wieder aufgelegt. Seit das neueste Update auf der Xenic drauf ist, das war bei dem letzten Besuch bei Hümmer, ist es aufgespielt worden. Seitdem funktioniert diese Fernbedienung nicht mehr. Ich muss jetzt die Gespräche annehmen direkt am Xenic mit Touchscreen. Ja, ist eine Einschränkung, ist natürlich, muss es behoben werden, aber so ist es halt einmal. Was das Xenic auch hat von Hümmer, das ist dieses Wohnmobilkontrollpanel. Und hier sieht man Abwassertank 0%, Frischwassertank 100%, Batterieversorgung 12,6 Volt, Fahrzeugbatterie 13,1 Volt ist die Spannung. Und da könnte man jetzt noch das Symbol sehen, wenn wir am Strom angeschlossen sind. Und das sind wir ja im Moment nicht. Also das ist noch ein Punkt, was die Navi hat, was wir aber wie gesagt in der Praxis noch nie benutzt haben. Wir haben unser Kontrollpanel oben über den Fernseher oder über der Eingangstüre und es hat uns eigentlich gelangt. Aber das mal noch zur Ergänzung. Alles in allem muss ich sagen, ich bin mit dem Xenic Gerät überhaupt nicht zufrieden. Dann kommt noch hinzu, wenn der Sonneneinfall etwas seitlich ist, dann funktioniert dieses Xenic-Gerät sehr schlecht. Man sieht dann eigentlich gar nichts mehr. Und ich denke, das könnte man in der heutigen Zeit auch schon etwas besser lösen. So, wir sind jetzt hier unterwegs. Wir wollen also jetzt mal die Empfangsqualität des Xenics testen. Ihr hört schon im Hintergrund die Musik. Wir machen mit euch jetzt kleine Rundfahrt am Bodensee, damit auch optisch etwas dazu kommt und wollen gleich testen, wie die Xenic sich bei unterschiedlichen Empfangssituationen verhält. Es geht los. Wir haben jetzt den SWR 1 eingeschalten und zwar auf DAB und der sollte ja in ganz Deutschland empfangen werden können. Jetzt mal schauen, wie sich das bei uns auswirkt. Wir fahren jetzt ein kleines Stückchen und dann könnt ihr das live miterleben. Wir schauen kurz auf die zweite Fußball-Bundesliga. Jan Regensburg ist bereits seit 4 Spielen unbesiegt und auch der erste FC Heidenheim beißt sich da so ein bisschen die Zähne dran aus. 1-0 momentan für die Regensburger zur Halbzeit, aber es gibt ja noch eine zweite Halbzeit. Das ist eine gute Nachricht. Schauen. Was für ein guter Fassnetzumzug so wirklich rein organisieren wollen. Das auch? Genau, wir hören nämlich auch nichts. Okay, wenn das Radio verstummt ist, kann ich euch ja erklären, weshalb hier so viele Bändel hängen. Bei uns ist Fasnacht und das sind Fasnachtsbändel. So, wir stehen hier am Bodensee.
Also an unserem Zenek hat vieles funktioniert und vieles etwas weniger funktioniert, wie ich ja schon an anderer Stelle gesagt habe. Was eigentlich gut funktioniert hatte, das war die Bluetooth-Einrichtung fürs Telefon. Man kann das Telefon einstellen per Bluetooth und es schaltet sich dann automatisch wieder scharf. Man kann bis zu drei Geräte einstellen und wie man hier sehen kann, zeigt es dann sogar den Batteriestand des Gerätes an. Hier mit einer 1 zeigt es an, dass das Gerät Nummer 1 angeschlossen ist und das Gerät Nummer 1, das ist also mein Gerät. Was auch sehr gut funktioniert hat, ist, dass wir, wenn Anrufe reingekommen sind, dass wir das Ganze dann durch die Freisprechanlage, die wir uns extra dazu gekauft haben, annehmen konnten. Hier sind also am Lenkrad die Bedienknöpfe, einmal für Annahme, einmal für Auflegen und man konnte sogar lauter und leiser stellen. Hat alles funktioniert, bis dann das Geräteupdate drauf gemacht wurde und noch einige andere Nachbesserungen am Fahrzeug gemacht wurden. Als das dann drauf war und wir das Fahrzeug wieder übernommen haben, hat das nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben Telefon oder ich habe Telefonanrufe bekommen, wollte über die Freisprechanlage am Lenkrad, über die Taste das Gespräch annehmen. Das funktionierte nicht. Das hat dann ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wir mussten die Gespräche übers Mobiltelefon dann direkt führen. Gott sei Dank war die Ursi daneben gesessen, denn ich war ja am Steuer. Schon vorher wusste. Wir haben uns dann wieder, weil auch die Satellitenanlage Probleme gemacht hat, mit Hümer kurz geschlossen, weil wir gerade in der Nähe von Bad Waldsee auf dem Heimweg gewesen sind. Und Hümer hat gesagt, kommt vorbei, wir schauen uns das Auto an. Wir sind dann hin. Hümer hat alle Kabelverbindungen überprüft und Hümer hat festgestellt, dass die Kabelverbindung nicht richtig am Zenek angeschlossen gewesen sind. Also die Probleme, die wir am Zenek hatten, war nicht nur, dass das Gespräch nicht mehr anzunehmen gewesen ist, sondern auch, dass ja, wie ihr ja jetzt selbst gehört habt, permanente Radio-Übertragungsaussetzer vorhanden sind. Hümer hat alle Steckverbindungen überprüft und kam zu der Einsicht, das war ein Fehler von uns, also von Hümer. Wir haben hier nicht sauber gearbeitet. Es war der Steckkontakt lose. Jetzt müsste das Radio funktionieren. Und dann habe ich gesagt, und wie ist das mit Bluetooth, mit dem Handy annehmen? Dann hat er gesagt, das funktioniert nicht bei meinem Fahrzeug, beim Fiat. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, denn das hat ja schon funktioniert. Nee, nee, das kann nicht funktioniert haben bei Ihnen, weil das funktioniert bei Fiat generell nicht. Das funktioniert nur bei Mercedes, bei Sprinterbasis, wenn man ein Update draufschaltet, aber Bluetooth beim Fiat funktioniert nicht. Die Ursi und ich, wir schauen uns an, weil es hat ja schon funktioniert gehabt. Er hat dann drauf bestanden, der Meister hat gesagt, das kann bei Fiat nicht funktionieren, worauf durch unser Erstaunen hat er dann nochmal an einer anderen Stelle angerufen, unser Berater, und hat dann da die Auskunft bekommen, selbstverständlich funktioniert's. Und es funktioniert ja auch wieder einwandfrei, komischerweise. Ja? Was allerdings nach wie vor nicht funktioniert, das ist das Radio. Ihr habt selbst mitbekommen, welche Aussetzer das nach wie vor macht. Also wieder einmal typisch Hümer. Zuerst heißt es, es funktioniert nicht, du hast keine Chance, du hast es zwar aufpreispflichtig gekauft, aber es funktioniert nicht und wir beweisen euch jetzt, dass das funktioniert. Ursi ist jetzt auf dem Weg zur Demonstration. Jetzt sollte es gleich läuten. Ursi ist immer noch in Aktion. Ursi, hallo? Ja, hallo Helle und alle unsere Abonnenten zusammen. Hallo. Wie ich sehe, scheint es zu funktionieren. Ja, sprich mal weiter, ich mach grad lauter.
Alles klar, ich stehe hier in der Kälte und mir wird es verdammt kalt. Aber hier ist eine wunderschöne Aussicht auf den Überlinger See, der ja ein Teil vom Bodensee ist. Aber mir wird es jetzt wirklich kalt und ich denke, ich gehe jetzt lieber wieder in unseren Gustl rein. Sprich mal bitte noch mal kurz weiter, weil ich mache jetzt leiser, wenn du wieder sprichst. Okay, aber beeil dich, mir wird es nämlich kalt. Ja, also hier, ein bisschen scheint ja noch die Sonne, aber nur ganz wenig, man kann sie eigentlich nur erahnen. So ist erledigt, schon okay. So, ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert, man kann übers Lenkrad annehmen, man kann übers Lenkrad lauter leiser stellen, aber wie ich ja jetzt schon ausgeführt habe, es wurde uns gesagt, das Ganze ist nicht machbar über Fiat, das funktioniert hier generell nicht, was hier diese Aussage ist hiermit widerlegt und ich finde es einfach schade, dass Hümer sich nicht die Mühe macht, sich da schlau zu machen, sondern erst heißt es mal, es funktioniert nicht, aus Basta brauche ich auch nichts tun und das, wenn es dann auch dazu nicht zutreffend ist, ist natürlich nicht schön für eine Firma, der mir das Know-how zutraut, dass er ein Fahrzeug richtig repariert. Richtig gesagt, Ursi? Ich denke schon, ja. Zur Sicherheit, falls wir was rausschneiden müssen, sagt es die Ursi nochmal. Ich denke, es war alles soweit in Ordnung und ja, gehen wir zum nächsten Punkt über. Wir haben nur einiges anderes zu machen. Also zusammenfassend zum Zenec möchte ich noch Folgendes sagen. Wir hatten ursprünglich den Ausfall, wenn wir das Radio eingeschaltet haben oder ausgeschaltet haben während der Fahrt, dann hat sich das selbstständig wieder eingeschaltet. Das Ganze wurde behoben mit einem Geräte-Update. Das wurde von der Firma Hümer durchgeführt. Zweitens hatten wir Navigationsprobleme mit dem Zenec. Es hat uns teilweise 3 Stunden Stau angezeigt, obwohl eigentlich überhaupt kein Stau gewesen ist. Man hat uns dann auf der Messe gesagt, wir sollen das kostenfreie Update durchführen, das kostenfreie Karten-Update. Das haben wir durchgeführt. Seitdem scheint es deutlich besser zu sein. Ihr habt uns ja bei der einen Fahrt begleitet nach Stuttgart und da hat es schon besser ausgeschaut. Was bleibt und was jetzt im Moment auch offen ist, das ist der Ausfall, dass auf einmal die Navigation beendet hat. Ihr könnt euch erinnern, wir wissen nicht, woran das gelegen hat. Das war 1-2 Mal ist das uns bis jetzt passiert. Ansonsten noch nicht öfters. Sollte es nicht mehr werden, können wir damit leben. Die Funkstörungen vom Radio sind nach wie vor vorhanden. Ich denke, das liegt vielleicht gar nicht an dem Zenec-Gerät, sondern es liegt vielleicht daran, wie die Antenne mit dem Gerät verbunden ist. Bluetooth. Habt ihr gesehen, das hat funktioniert, das hat wieder funktioniert und hat zwischendurch einmal nicht funktioniert. Ja, und der Grund, dass wir einen Teil der Probleme hatten, das waren an den Steckverbindungen gelegen, denn laut Aussage unseres Serviceberaters bei Hümer waren eine Steckverbindung nicht sauber miteinander eingesteckt, also schlampig verbunden, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Und dadurch ist schon wieder ein Problem entstanden und durch das Lösen des Ganzen ist das Ganze etwas kein verbessert. Gerätevergleich zu einem Alpine oder zu einem anderen Gerät. Zu Pioneer gibt es noch Geräte. Allerdings muss ich feststellen, dass das Zenec auch Nachteile hat. Es ist ein Gerät speziell für Wohnmobile oder hauptsächlich für Wohnmobile oder für diese Kastenwägen. Und es lässt sich hier nicht mal einstellen, die Tempolimit von 100. Ja, er geht immer von 130 Stundenkilometer aus, sodass die Ankunftszeit, die er prognostiziert, niemals stimmt. Ich denke, es ist einiges verbesserungswürdig oder verbesserungsnotwendig am Zenec, aber laut dem Messestand, laut der Informationen, die ich am Messestand bei der CMD erhalten habe, ist Zenec dran, ein generelles Update zu machen, in dem dann etliche Dinge besser funktionieren sollen. Besonders was diese Software Probleme angeht. Ursi, möchtest du noch was dazu sagen? Nein, bei der Technik, da kenne ich mich ja nicht so genau aus. Okay. Also, soweit einmal zum Zenec. Soweit unser Video wieder mal. Tut mir leid, ich hätte gern
vor Freude gestrahlt. Es ist, tut mir leid, dass ich negativ berichten muss, aber ich kann einfach nicht ein Gerät, was nicht gut funktioniert und was ausfällt, das kann ich einfach nicht für gut heißen. Ich denke, heute sollten die Firmen in der Lage sein, ein Radio zur Verfügung stellen, was auf der ganzen Strecke funktioniert. Wir haben ja noch ein BKW, mit dem fahren wir auch öfters nach Stuttgart. Und da hören wir auch Radio und da gibt es keinerlei Ausfall. Also Zennig kann es offensichtlich nicht. Ja, das war die Beurteilung. Über Kommentare, wie gesagt, freue ich mich wieder. Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was ihr für Erfahrungen habt mit Zennig. Vielleicht ist ja jemand dabei, der zufrieden ist, der vielleicht sogar ein paar Bedientipps geben kann. Ich habe durchaus auch ein offenes Ohr für positive Rückmeldungen. Die wären mir eigentlich auch lieber, positive Rückmeldungen abzugehen. Aber wenn ein Produkt nicht so sonderlich toll ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Also, alles Gute und schreibt mir ein paar Kommentare rein. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.